Ein herzlich willkommen zu einem Vlog-Vlog-Info. Wie nennen wir es denn? Wir nennen es Vorsätze 2014. In einem FAQ hatte ich sowieso schon erwähnt, dass ich gerne meine Vorsätze dir nennen möchte, quasi. Und wir nennen es einfach Vorsätze 2014, auch wenn es jetzt natürlich schon ein bisschen früh ist, beziehungsweise noch ein bisschen früh ist. Und ich möchte mal erwähnen, als allererstes, dass ich am Montag mit Fieber im Bett gelegen habe. Deswegen sehe ich vielleicht auch noch ein bisschen kaputt aus oder keine Ahnung. Aber ja, deswegen musste auch der Stream ausfallen. Was mir extrem leid tut natürlich. Jeder, der gerne den Stream schaut, weiß, dass ich gerne streame. Und jeder, der schon mal da war, oder jeder, der mich kennt, weiß, dass ich gern stream und XCOM eigentlich gern weiterspielen möchte. Aber wir warten einfach bis zum Wochenende. Denn ich möchte nicht, wenn ich einen anstrengenden Tag schon hatte und was weiß ich, sowieso schon ein bisschen müde bin oder ähnliches und dann noch gesundheitlich angeschlagen bin, möchte ich nicht abends da sitzen. Hey, wir snipern jetzt hier mal den hässlichen Alien weg. Nee, das ist nicht, das macht keinen Spaß, ne? Irgendwann ist mein Mikro verrotzt und dann verstehst du mich gar nicht mehr. Und deswegen wird es den nächsten Stream erst wieder am Wochenende geben, auch wenn es mir jetzt natürlich schon wieder ein bisschen besser geht. Aber das ist natürlich cool. Ja, XCOM, Enemy Within, möchte ich noch was ganz Kurzes anmerken. Im letzten Stream hatte ich so eine kleine lustige Fehlermeldung. Der ein oder andere hat es gesehen und kann sich vielleicht erinnern. Und ich habe gedacht, hey, wenn ich jetzt schon jetzt streamen kann, komm, dann individualisiere ich meine Soldaten ein klein bisschen, gebe den coolen Namen und ändere das Outfit so ein bisschen, dass jeder ein bisschen, ne, individualistisch aussieht, wie der Name schon sagt. Tja, und dann kam nochmal genau so eine Fehlermeldung. Boop. Schwerer, was ein schwerer Ausnahmefehler, ich glaube schon. Und siehe da, ich konnte mein Savegame nicht mehr laden. Savegame war kaputt. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und der ein oder andere hat auch schon mal so ein Problem gehabt. Das heißt, ich muss den, beziehungsweise ich habe schon angefangen, einen Spielstand hochzuspielen, der in etwa auf dem gleichen Niveau ist, wo wir dann quasi nahtlos weiterspielen können. Und ja, hofft, dass ich das packe. Ich werde es packen bis zum Wochenende, aber das ist natürlich scheiße gelaufen und zählt quasi unter die Kategorie. Was weiß ich, der da oben hat mich hier, ne, gefickt. Okay, das zu XCOM, aber okay, that's life, manchmal läuft es scheiße. Und jetzt kommen wir zu den Vorsätzen 2014, richtiges Wort gefunden. WoW, erstmal zu WoW bekomme ich viele Nachrichten. Oh, du. Coole Sache, meine Virendatenbank wurde aktualisiert. Ah, ich habe den Ton hier abgeschaltet, das heißt, das hast du gar nicht gehört, aber die sexy weibliche Stimme hat mir verraten, dass alles okay ist. Ja. Der ein oder andere fragt mich, WoW, warum machst du momentan so wenig WoW und warum bist du kaum online? Das hat ganz einfach den Hintergrund, dass, denke ich, jeder gehypt ist von Warlords of Draenor. Ne? Jeder mag mehr wissen, jeder mag, freut sich eigentlich schon. Und das sorgt einfach bei mir dafür, dass MOP so ein bisschen Flaute herrscht. Ne? Wir kennen alle MOP, das asiatische Flair von MOP, wir kennen jede Gegend etc. Und ja, WoW macht es mehr noch als vorher zu einem momentan einfach nur Zeitvertreib für mich. Ne? Wenn ich Bock habe auf einen Battleground, dann spiele ich irgendeinen Battleground. Wenn ich Bock habe, den Charmy zu leveln, dann level ich den Charmy. Und für mehr kann ich mich momentan einfach nicht begeistern. Und ich denke, zu Warlords of Draenor wird jeder wieder deutlich mehr WoW spielen, als es momentan der Fall war. Das ist, denke ich, so sicher wie so klar wie Kloßbrühe. Und so sicher wie das Amen der Kirche. Und das wird auch bei mir der Fall so sein. Das heißt, wenn Warlords of Draenor rauskommt, dann werden wir wieder loslegen, mehr zu zocken, mehr WoW zu spielen. Aber bis dahin nutze ich natürlich die Flaute, um erstmal mir einen Schluck Kaffee zu gönnen. Der jetzt auch schon wieder kalt ist. Nutzen wir einfach die Flaute, um möglichst viel zu spielen, dass wir ganz einfach untergraben haben, während wir sonst so viel WoW gespielt haben. Jetzt spielen wir nicht viel WoW, das heißt, wir suchen uns Titel raus und jeder, der im Stream da war, der weiß, ich habe im Winterschlussverkauf von Steam, das ist nicht wirklich, ich glaube, es war ein Herbstschlussverkauf, ne, habe ich mir extrem viele Spiele einfach mal so gegönnt, ne, die ich auf jeden Fall Bock habe zu spielen. Darunter gehört zum Beispiel XCOM,
Enemy Within. Und ich habe Enemy Unknown auf meinem Kanal schon mal gehabt, nie durchgespielt. Und jetzt ist eigentlich halt die optimale Chance. Ne? Jetzt haben wir Zeit, jetzt ist die Flaute in WoW angesagt. Reaper of Souls Add-on steht noch ein bisschen, ist noch Zukunftsmusik. Jetzt können wir den ganzen Krams spielen, den wir so bis jetzt auf die Seite geschoben haben oder der sonst noch lohnenswert ist zu spielen. Und ich nutze einfach meine Chance jetzt. Deswegen gibt es jetzt verstärkt eben auch andere Spiele auf meinem Kanal. Aber keine Angst, das wird auch wieder WoW kommen. Denn WoW ist natürlich auch noch ein Spiel, nach wie vor, das ich gerne spiele. Zwar hat sich ich spiele es aus Grund XY lieber als früher, beziehungsweise ich spiele es eben aus anderen Gründen, als ich es früher gespielt habe. Jetzt ist es völlig planlos im Brain gerade. Okay, aber das ist egal. Ja, und ich habe einen Comment gelesen, da kommen wir zum nächsten Anschläge, ich will dauernd Anschläge sagen. Warum sage ich Anschläge? Oder warum will ich Anschläge sagen? Zum nächsten Vorsatz für 2014. Ich möchte mein Livestream und mein YouTube näher zusammenbringen. Das heißt, natürlich ist jeder eingeladen, wenn der Livestream läuft, auch wirklich dazuzustoßen quasi zu der Zar-Community. Denn im Chat ist meistens was los. Eigentlich fast immer, ne? Gerade wenn zum Beispiel WoW oder sowas läuft. Die anderen Spiele lohnen sich natürlich auch. Ha! Aber ich möchte das ganz einfach ein bisschen mehr verknüpfen miteinander. Und deswegen möchte ich auch die Videolänge anpassen. Ne, ich bin zwar ein Freund der kurzen Videos, weil ich weiß, dass viele nicht unbedingt gerne viel Zeit investieren möchten in einzelne Videos. Aber ich möchte einen sehr guten, kein Kompromiss, aber einen sehr guten fließenden Übergang vom Stream zu YouTube ganz einfach dir bieten. Und das schaffe ich meiner Meinung nach durch Videos, die relativ lang sind. Das heißt, ich werde diese Videos keinem Cap unterziehen. Ich streame jetzt zum Beispiel ein Video 3 Stunden lang und dann mache ich da draus 30 Teile und werde dann deine Abo-Box vollmüllen. Das mag ich nicht. Das ist mit Dead Space momentan das Problem, das ich habe. Ich habe Folge 28 oben und es sind noch knapp 20 Folgen, die ausstehen. Und das heißt, ich könnte deine Abo-Box einfach vollmüllen, wenn ich das wirklich mit jedem Spiel so machen würde. Und das mag ich nicht mehr. Das heißt, wenn du die Zeit hast, zum Beispiel wie bei XCOM, hier, da bin ich gerade drauf, der erste Teil, 1 Stunde 25 Minuten. Wenn du Zeit hast, ganz einfach, oder Lust hast, dir lang XCOM Enemy Within anzugucken, was definitiv lohnenswert ist, mag ich mal so behaupten, weil es allein schon ein geniales Spiel ist, und dann kannst du das machen, wenn du die Zeit hast. Und wenn du nicht die Zeit hast, wenn du zum Beispiel nur 20 Minuten Zeit investieren möchtest, weil du generell 20 Minuten Let's Play Folge als genügend empfindest, dann kannst du dir auch gerne 20 Minuten angucken. Und genau aus diesem Grund habe ich hier in die zweite Zeile, die du sehen kannst, jetzt ist es doof, weil ich hier eingeloggt bin, das siehst du auch, wenn du die Videobeschreibung nicht ausklappst, siehst du ja Teil 2, 20, Teil 3, 40 und Teil 4, 55. Das heißt, du guckst ja die 20 Minuten an und denkst, oh, das reicht für heute mit XCOM, ich will irgendwas anderes noch gucken oder zocken oder ähnliches. Und dann schließt du den Krams ganz einfach. Du kannst dir ja zum Beispiel unter die Favoriten oder sowas machen, ganz egal. Oder holst dir das nächste Mal wieder her, wenn du weiter gucken magst, und klickst hier ganz einfach auf 20. Ne? Und dann kommst du direkt an die Stelle, wo du aufgehört hast, und hast somit das klassische Let's Play. Die klassische Let's Play, da war immer noch der letzte Teil, mag unter Umständen ein bisschen länger oder kürzer gehen, weil es ganz einfach trotzdem bei mir ein bisschen variieren kann von der Laufzeit. Aber ich denke, das ist eigentlich so das beste Ding, das ich machen kann. Denn ich bin generell kein Freund von irgendwelchen Caps. Das schließt zum Beispiel auch das Tapferkeitspunkte-Cap in WoW ein oder so. Ich mag so ein Krams nicht. Deswegen mag ich auch jemanden, der mehr Zeit investieren möchte und kann, auch ganz einfach die Möglichkeit bieten, du kannst dir länger Videos bei mir angucken. Ich werde deine Abo-Box in Zukunft nicht mehr sprengen, weil ich 6, 7, 8, 10 Uploads am Tag habe, wie es in der Vergangenheit ja schon mehr als einmal der Fall war, dass ich so viele Uploads hatte. Nee, so wird es laufen. Es wird vielleicht dann 1, 2 oder vielleicht 3 Tage Pause zwischen den Teilen geben. Aber ja, so wird es generell in Zukunft laufen. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Irgendwelche Battleground-Folgen, ne? Oder Hearthstone-Matches, die besonders cool waren. Oder andere Videos, die werde ich trotzdem ein bisschen kürzer ganz einfach halten, weil
ich auch immer noch Freund der kurzen Videos bin, die man einfach mal so einschalten kann. Man guckt sich 5 Minuten an und dann, ne, wird man gut unterhalten und das war's. Und das war's eigentlich zu der Videolänge. Ich denke, das ist die beste Möglichkeit, Twitch bzw. den Livestream und YouTube so ein bisschen näher zu bringen. Gerade weil mir Livestream auch immer extrem viel Spaß macht. Ne? Die Interaktion ist wesentlich, wesentlich intensiver mit dir, mit euch, als es ganz einfach einem YouTube bieten kann, trotz dem Kommentarsystem, dem genialen Google Plus Kommentarsystem. Ja, und der nächste Vorsatz ist ganz einfach, dass ich für nächstes Jahr wieder versuche, auch wenn ich mich wieder mehr mit WoW beschäftige, wieder mehr andere Sachen zu machen, wie zum Beispiel den Add-on-Check, mehrere Folgen, beziehungsweise ein bisschen intensiver eben. Oder was haben wir noch? Fakten. 10 Faktenvideos, die wurden immer gern geguckt, weil es auch ganz einfach immer lustig war. Ne? Man hat so immer an die Zeit zurückgedacht. Ja, guck mal da. Das hat es früher gegeben. Und ja, momentan finde ich die Zeit nicht. Auch Blizz News, ein Format, das ich eigentlich schon viel, viel. Das eigentlich schon viel weiter sein sollte, ich aber einfach nicht die Zeit finden kann. Ne? Und auch ganz einfach mit der, ich habe nicht so wirklich Lust auf WoW momentan, also beschäftige ich mich nicht so, wie es die Blizz News eigentlich verdienen würde. Aber nächstes Jahr, keine Angst, wird dem ganz einfach wieder mehr Beachtung geschenkt. Und ja, in diesem Sinne, was ist zu dem Vlog, ich will schon wieder, zu dem Anschläge-Video 2014. Ich will schon wieder Anschläge sagen und ja, ich wünsche dir ganz einfach viel Spaß weiterhin auf meinem Kanal. Ich hoffe, dir gefällt das Konzept. Du kannst natürlich gern deine konstruktive Meinung unten da lassen. Was weiß ich, 1,5 Stunden Video, was erlaubst du dir? Fuck you, das ist viel zu viel. Fuck you, würde ich natürlich nicht schreiben, das darf nur ich hier. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir was, einen schönen Tag, eine schöne Woche noch bis zum Wochenende, bis zum Livestream. Ich bin, oder bis zum nächsten Video. Ich bin raus und wir sehen und hören uns.